Diesmal habe ich aufgepasst. Ich war vorne in der Mitte, ja. Ah ja. Sehr schön. Das war sogar gerade eben erst. Ich wollte eigentlich hier hin. Um noch ein paar Bananenchen zu sammeln. Ich mag die Musik hier auch wieder. Die Musik ist ja, habe ich ja glaube ich schon. Oh komm. Das habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt. Die Musik in dem Spiel ist schon ganz in Ordnung. Und nach links. Ja, das habe ich auch gerade mitgekriegt. Und hier musst du dann rüber. Jetzt schon ein bisschen tiefer schon springen müssen. Ja. Aber jetzt sind wir eh Game Over, oder? Nein, nicht dieses Bild! Nein! Zu hässlich. Du bist hässlich. Da wird mir richtig schlecht, wenn ich das Bild sehe. Ey, warum kann ich das nicht wegdrücken? Weil ich das drücken muss. Dann drück. Ach so, du bist ein Spieler, stimmt ja. Und ich vergesse es jedes Mal, dass ich das drücken muss, deswegen ist es so lange dauert, so lange am Anfang. Und gemacht. Ich drück hier wie so ein Blöder, weißt du? So, geh weg, du dumme Screen, bla. So, bla 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 bla, du bist Benny, bla bla bla. Oh, ich hab gerade übel Nackenschmerzen. Bam bam. Bam bam. Bam bam bam. Ja, nochmal den Lundenlupf. So, diesmal weiß ich ja, worauf es ankommt. Das heißt, ich könnte es vielleicht jetzt ein klitzekleines bisschen besser meistern. Das war, glaube ich. Okay, das ging noch. Jo. War sehr gespannt. Muss halt auf die Helikopters auch noch aufpassen, die von oben kommen. Guck, aber du wirst von den Bananen halt geleitet. Ja, ich weiß schon. In die Irre geleitet wirst du nämlich. Hä? Bisschen zu kurz gesprungen. Ich glaube, ich hätte da echt die Renntaste drücken müssen. Ja, habe ich auch immer gedrückt. Ja, ich hatte sie ausnahmsweise diesmal nicht gedrückt. Oh komm, ich war gar nicht, ich hatte noch runtergedrückt und er war schon und dann ging das links und die Biene so Stu, und eigentlich... Du musst dich rausreden und... Und eigentlich war das doch noch gar nicht so schlimm. Und eigentlich warst du noch gar nicht tot, du hast nur so getan. Richtig, der hat dem eigentlich nur einen Haarschnitt verpasst. Ich sollte eigentlich da rein direkt rechts hochgehen, weil dann ist es bei Welten... Ja, super. Dann ist es bei Welten ungefährlicher. Du bist bei mir übrigens zweimal fast gestorben. Es hat zweimal so einen Quietschton gemacht. Okay. Das finde ich ja schon alleine, das finde ich lustig, wenn du dann, zwei Aufnahmen, also zwei gleiche, verschiedene, du bist wieder gestorben, Aufnahmen guckst. Jo. Wer eigentlich wo bei dem, wem stirbt. Oh, wow. Okay, okay. Hier rechts war ein Bonuslevel, ne? Spring, mein Meister, spring! Ne, nicht mein Meister, meine Herrin. Und schon vorbei. Ja, ich kann die Bundeslevel nicht. Nicht schlimm. So. Hier muss ich nach rechts. Und hier kann ich hoch. Oder? So, okay. Da geht's nur. So, das war und das Speicherfass. Ich hab hier voll gerockt und so. Ja, super. Super. Dir die Münze verschafft. Ja, ich war am überlegen, ob ich versuchen soll, nochmal runter zu gehen, aber ich glaube nicht, dass das gepasst hätte. Jetzt wärst du bei mir gestorben übrigens. Nö, nö, ich lebe noch. Aber danke der Nachfrage. Ich hab gar nicht gefragt. Das war eine Feststellung. So, 69 Münzen. 69. Sorry, ich muss jedes Mal daran denken. Der ist nicht schlecht. Bei mir summt eine Biene. Ja, bei mir auch. Ah, ja, okay, super. Ja, danke. Noch besser. Oh, ich hab nach links gedrückt. Ich hab sowas von nach links gedrückt. Ja, ich hab sogar gehört, aber es war doch leicht zu spät. Das ist meine Linkstaste, man hört sie. So. Man hört, dass ich links bin.
Nein. doch, Moment. Verdammt, ich verwechsel das jedes Mal. Ja, natürlich links. Ja, nee, aber links ist schwul und rechts ist Nazi. Von daher, du darfst beides nicht sein, weißt du? Ey, komm, ich. Wie dick ist denn der dumme, fette Affe? Sehr dick. Oh, meine Fresse, ey. Okay. Du bist schon wieder am Rumdrücken, damit dir bloß nichts passiert. Ja, ich hab halt voll Angst. Ah. Oh, stimmt ja, da unten war ja auch was. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich nur oben ausweichen und. Ja, du wolltest. Du wolltest, dass ich hier den Rest mache. Nein, gar nicht wahr. Was ist denn hier? Ach, noch so ein scheiß Bonusfahrt. Finde die Münze, wo habt ihr sie denn versteckt? Oh, ist so wo schwierig. Könnte sie bloß sein? Oben oder unten? Da unten der Tod lauert, denke ich mal oben. Wo so schwer versteckt und sie kamen auch so ganz schwer in einem super schweren Muster. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich hätte das fast nicht geschafft. Es hätte ja nur noch schlimmer sein können, wenn sie nur noch links gekommen wären. Oh, wieso denn das bitte? Oh, meine Fresse, ey. Es ist an dir übrigens. Ja, ich weiß, weißt du was? In Skype habe ich gerade One Piece Werbung. Ey, geil. Das wollte ich bloß mal kurz angemerkt haben. Ich freue mich eigentlich auf das. Ich kann sie mir leider nicht komplett angucken. Ich sehe sie nur so halb. Ich sehe halt nur Oki, Pirates und Peace. Aber und den Strohhut. Aber damit ist mir, denke ich mal, eindeutig klar, dass es One Piece Werbung ist. Strohhut. Moment, aber ich sehe, glaube ich, mehr Jungfrauenschwanz. Kann es sein, dass die Werbung dafür machen, dass sie jetzt auf Deutsch die Folgen rausbringen? Oh, ich glaube es nicht. Ja, mehr Jungfrauenschwanz wäre dann als Sabaody Archipel und halt. Ja, aber immerhin, das wäre ja eventuell möglich, dass es dann auf Deutsch kommt. Aber du denkst jetzt noch nach Folge 400 oder was? Ja, ja, klar. Der ganze Rest auch mal. Ja, das ist doch immer so eine Sache. Die wollten das, glaube ich, so jetzt langsam mal machen. Ja, ganz ehrlich, bis die auf Deutsch alles übersetzt habe, bin ich nochmal ein paar hundert Folgen weiter. Oh, verdammt. Aber ich denke eigentlich, das ist die Synchronisation, die dauert. Ey, das gibt's doch nicht! Ey, weil dieser dumme Affe so fett ist. Ich würde mir die Werbung ja gerne komplett tatsächlich mal angucken, aber das Problem ist, dass wenn ich die jetzt aufrufe, selbst wenn ich gerade nicht dran bin, dann sieht man das halbe Skype-Bild in der Aufnahme und das will ich nicht. Du musst ja auch jetzt hier nicht einen auf One Piece-Fan machen. Ich bin ja auch kein One Piece-Fan. Nein. Ich hab gestern das Ding fertig geguckt, noch wie Shanks dann zum Schluss kam und hab echt wieder gedacht, so, oh, Alter, was der den anderen für eine Angst macht. Irgendwie kommt mir Shanks gar nicht so gefährlich vor, aber. Dabei ist Shanks halt irgendwie, ist der noch nicht mal einmal richtig zum Zug gekommen. Nee, aber weißt du, kommt der Marineford an, sagt so, als Whitebeard stirbt, so, ja, jetzt ihr Krieg vorbei und was machen die? Ja, Krieg vorbei, weißt du, fertig. Der hat das gesagt und deswegen Krieg vorbei. Und dann wir nehmen Ace und Ding mit und die nehmen Ace und Whitebeard mit, fertig, weil er hat das gesagt, selbst in Goku. Ja, okay, nimmst ihn mit. So übel einfach. Ja, es war aber auch eine Begründung hier. Wollt ihr euch wirklich noch mit dem zweiten Kaiser anlegen? Ja, ja, schon, aber ich meine, der erste ist ja eh tot, die anderen laufen weg und jetzt so übel. Ich meine, er war ja auch nur. Ach, ich war noch oben übernehmen. Er stand ja auch nur mit 10 Leuten irgendwie da, weißt du, aber das hat gereicht. Und selbst Blackbeard so, okay, ist gut, ich hau ab. Einfach nur so, keine Ahnung. Es kommt einfach nicht so rüber, er kommt nicht so gefährlich rüber, weil er einfach zu freundlich ist immer. Ist einfach so der absolut coole Typ. Ja, ich denke mal, da kommt schon, irgendwann kommt da, ja, also wenn es dann so weit ist, dass irgendwann eine Welt Ruffy gegen den antritt, dann wird erstmal gezeigt, was der überhaupt kann. Ja. Ja. Bis jetzt wurden ja irgendwie nur so Ausschnitte gezeigt, so nach dem Motto, ja, er hat einen Seekönig, hat ihm den Arm abgebissen. Ja, mit seinem Haki dann vertrieben und so, blablabla. Aber man hat nicht mal richtig gesehen, wie er es gemacht hat. Nee. Man hat halt bloß gesehen, oh mein Gott, sein Arm ist weg. Ja doch, und dann, gibt es glaube ich sogar eine Folge, wo man dann ganz kurz, wo der Seekönig dann irgendwie, wo man so das Gesicht des Seekönigs sieht, so total verängstigt und dann läuft er einfach weg.
Aber schon irgendwie, keine Ahnung. Ja. Wir sollten uns vielleicht mal nicht mehr natzen lassen, das wäre. Ich versuch's ja die ganze Zeit, aber die kommen immer so unglaublich schnell. Jetzt pass auf, die kommen von links. Und jetzt kommt noch von links einer, genau, und ja, jetzt muss ich hier dazwischen bleiben. Genau. Oh. Wie dick der Dicke ist, weißt du, wie soll ich denn dazwischen bleiben, bitte? Oh, wir sind schon wieder Game Over. Ja, wir haben gerade an dem Level ganz alle Leben verbraten. Drück mal Start. Ja, ich bin jetzt schon dabei. Ich bin schon dabei. Jetzt hör auf zu quengeln. Ich bin schon dabei. Ey, das Level geht mir ein bisschen auf den Keks gerade. Ja. Das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Irgendwie so. Und das noch nicht mal wegen dem Level-Design dann selbst, aber einfach wegen der Hitbox von dem Dicken, weißt du? Das ist einfach unfair. Warum haben die auch so einen dicken Affen genommen? Ist ja nicht schon schlimm genug, dass es überhaupt dünne Affen gibt. Es muss auch unbedingt noch ein dicker sein. Ah, oh, ich merke gerade, dass ich Hunger krieg. Tja, das ist Pech. Ich habe extra noch vom LP gegessen. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Fressack? Nein. Ja, eigentlich ja, aber ich probiere immer nein. Ja, eigentlich ja, aber ich probiere immer nein. Was? Oh, weil eigentlich, ich esse schon viel, aber ich bin jetzt nicht dick, aber ich esse schon viel, aber ich probiere immer weniger zu essen, aber ist halt wie das ist. Wenn nicht wär, wäre ich längst schon Millionär. Sieht's bei mir halt nicht anders aus. Übrigens, für die Frage von vorhin, ja, der Mittelpunkt wird nicht gespeichert nach Game Over. Ja, man müsste halt vorher mal speichern, also Mittelpunkt holen, dann speichern und dann gucken, ob der Mittelpunkt gespeichert wird. Verzweifle ich. Ich auch. Oh, ey, ist es einfacher, da nach rechts zu springen, als das hier zu machen? Hätte ich das gewusst, wäre ich gleich nach rechts gesprungen. Zum Glück mache ich das Level jetzt sowieso durch. Ja, okay. Ist schon gut. Dann rede ich noch ein bisschen über One Piece. Ja, mach ruhig. Ich muss, wie viel sind es im Moment? 578? Ich muss noch, keine Ahnung, ich glaube so 100 Folgen nachholen. Ich bin bei der aktuellen Folge und heute muss ich noch nachgucken. Ich habe heute, die heutige habe ich noch nicht gesehen. Wir nehmen übrigens am Sonntag auf, also für den Fall, dass ihr euch jetzt wundert, dass ich heutige Folge rede. Ja, die müsste vielleicht sogar heute noch auch hochkommen. Wenn nicht, spätestens morgen. Ja, die ist ja schon, ich denke mal, die ist schon oben. Ach nee, scheiße, das hier ist ja ganz zum Schluss eine. Also nicht zum Schluss, aber mitten in der Mitte. Die hier wird bestimmt nicht heute hochkommen. Also die kommt schon ja, heute hoch. Ja, du meinst die Folge vom LP, Ja, yeah. Du hättest wenn direkt hochgemusst. Ja, ich. Irgendwie mein Bild ist nach oben gesprungen, deswegen. So, gleich fail. Ich merk schon, du redest dich hier heute gerne raus. Ja, klar. Ich bin jetzt bei 490, also ich habe noch gute 100 Folgen oder so vor mir. Aber ich habe mir dann vorgenommen, sobald ich jetzt meine Klausuren vorbei habe, dann nehme ich mir einfach einen Tag. Weil, oder so gute 90 Folgen geteilt durch, 3, weil es sind ja immer 20 Minuten, werden dann 24. So ungefähr 30 Stunden, die ich brauchen werde, das sind so 2 Tage, noch nicht mal, habe ich das durch. Das heißt so, die ersten 30 Stunden, die ich dann hier im Freien verbringe, werden wohl wahrscheinlich mit One Piece zu tun haben. Im Freien. Frei von der Schule und jetzt One Piece. Ja, Uni, Alter. Schule ist ja, war ja Kindergarten. Stimmt. Finde die Münze. Wo könnte sie nur sein? Oh, ey, weil die Kamera nicht schnell genug mitscrollt. Deswegen, das ist auch so ein Grund, warum Scrolling scheiße ist. Gleich musst du nach rechts. Bist du sicher? Ja, ich hab's so geraten. Lag. Oh, schon wieder so ein übler Lag. Boah, Lag. Das liegt aber, glaube ich, echt an der ROM. Bolek und seine Freunde. Kennst du deutsche Würste gegen polnische Handwerker? Nee. Ich glaube, das hatten wir schon, das Thema. Echt? Ja, ich glaube schon. Ey, der ist einfach zu fett. Tja. Das Frühstück eines deutschen Handwerkmeisters mit seinem Lehrling ist 2 Bier, 2 Korn, 3 Jägermeister. Jeder, natürlich. Ich versage in diesem Level so krass. Ja, ich auch.
Aber ich mach das jetzt. Ich probiere es auf jeden Fall. Ey, wenn ich Didi wäre, Dixie, so, jetzt habe ich den Namen, dann wäre ich schon längst durch. Ja, ja, jetzt schiebst du es wieder darauf, dass du mir einen absichtlich schwachen Charakter genommen hast. Ja, habe ich aber wirklich. What the fucking hell? Okay, ich höre bei dir im Hintergrund was. Ja, ich auch. Moment mal kurz, ich muss jetzt... kurz, Aufnahmepause, bis gleich. Oh ja, danke. Jenny Elvers Elbertage. Was ist denn jetzt los? Jetzt fängt Skype tatsächlich mit Werbung an, die auch noch... spricht. Ja. Werbung, die mit mir spricht? Nein, die Werbung spricht mit mir. Okay, wir können weitermachen. Bei mir läuft sowieso weiter.